Ich bin Antonia und ich blogge auf craftyfair.com über Interior, Design und Lifestyle. Und gerade bin ich so ein bisschen auf der Suche nach schönen Inspirationen, wie ich meinen Stadtbalkon verschönern kann. Mein Balkon liegt im Halbschatten und ist relativ klein und dafür suche ich die passenden Pflanzen, die passenden Töpfe. Und am Ende soll so ein richtig schönes, buntes Gartenzimmer entstehen. Für die Planung meines Balkons habe ich mich auf pflanzenfreude.de inspirieren lassen und habe dort wirklich die perfekten Pflanzen gefunden. Passend dazu habe ich die tollen Töpfe von der My City Garden Collection von Emsa entdeckt. In denen kommen meine Pflanzen so richtig gut zur Geltung und passen auch perfekt auf meinen kleinen Stadtbalkon. Passend zur Sommersaison habe ich mir die Gartenpflanzen des Monats für Juni und Juli ausgesucht. Das ist einmal der Rittersporn und die Kalla. Gerade der Rittersporn ist perfekt für meinen Balkon, weil er die Sonne liebt, aber auch im Halbschatten gut gedeiht. Die Kalla mag am liebsten einen halbschattigen Platz, wächst aber auch super gerne in der Sonne. Übrigens, auf meinem Balkon geht es auch total hoch hinaus. Ich habe mir nämlich ein Ranggitter für die Wand von Emsa geholt und passend dazu habe ich mir die Weinrebe ausgesucht. Die liebt es nämlich, entlang einer Mauer empor zu klettern. Und damit sich die Weinrebe nicht ganz so alleine fühlt, habe ich ihr noch eine richtig charmante Partnerin ausgesucht, und zwar die Begonie. Das ist auch die Balkonpflanze des Jahres 2017, gekürt von pflanzenfreude.de. Die Hortensie darf auf meinem Balkon auf gar keinen Fall fehlen. Ich liebe einfach ihre buschigen Blütendolken und mit ihrer pinken Farbe versprüht sie ein absolutes Sommerfeeling. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was man beim Einpflanzen der Hortensie auf jeden Fall beachten sollte. Um die Hortensie einzutopfen, habe ich mir von Emsa einen City-Blumenkübel ausgesucht. Der ist absolut perfekt, denn der hat unten drunter Löcher, wo das Wasser ganz easy abfließen kann. Denn Staunässe bekommt die Hortensie überhaupt nicht. Die Hortensie benötigt eine leicht saure Erde, die keinen Kalk enthält, und am besten benutzt man zum Befüllen Rhododendron-Erde. Bevor die Hortensie in den Topf einziehen darf, ist es wichtig, den Wurzelballen einmal komplett in Wasser zu tunken. Die Hortensie mag es mild und hell, direkte Sonneneinstrahlung mag sie aber gar nicht gerne, weil sie dann einfach super schnell verbrennt. Und falls ihr noch mehr Inspiration rund um das Thema Balkon- und Gartenpflanzen braucht, schaut doch mal auf pflanzenfreude.de vorbei und die passenden Töpfe findet ihr bei Emsa.